Hallo zum zweiten Teil vom Bettdrachen Dummer. Im ersten Teil habe ich euch ja den Zuschnitt vom Kopf mit dem Beamer gezeigt. Der ist auch nochmal hier oben verlinkt, das Video. Und jetzt im zweiten Teil geht es darum, wie ihr den Kopf zusammennäht, dann entsprechend den Körper mit dem Beamer zuzuschneiden und dann natürlich den Körper zusammenzunähen und zum Schluss Kopf und Körper zu vereinen. Hier ein kleiner Hinweis, in der Anleitung wird der Kopf und der Körper mit einem Reißverschluss verbunden, damit ihr, wenn ihr das Ganze waschen möchtet, auch einfacher die Füllungen herausnehmen könnt. Ich selber habe jetzt allerdings auf den Reißverschluss verzichtet und habe das Ganze dann entsprechend zusammengenäht. Wie das also genau funktioniert mit dem Zusammennähen, wenn ihr auch auf den Reißverschluss verzichten möchtet, dann zeige ich euch das am Ende. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Anschauen des Videos. Nach dem Zuschnitt des Kopfes wurden diese Teile zuerst bemalt. Meine Tochter hat fleißig mitgeholfen. Sie hat die Farben ausgesucht und die Farben auf den Stoff aufgetragen. Und ich habe die Farben dann mit viel Wasser verdünnt und auf dem Stoff entsprechend verteilt und verstrichen. Nachdem jetzt der Stoff getrocknet ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir auch die Augen aufmalen und nicht applizieren. Dafür habe ich jetzt hier eine Textilfarbe, eine Konturfarbe und nochmal meinen Beamer angemacht und das Schnittteil entsprechend ausgerichtet. Und jetzt kann ich einfach anhand der Projektion meine Kontur entsprechend nachziehen. Das mache ich jetzt alles einfach ein bisschen dicker, damit die auch gut zur Geltung kommen. Dann natürlich das Ganze wieder trocknen lassen. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann kann ich es jetzt mit weißer Farbe das Augenweiß auftragen. Und wenn auch das dann entsprechend alles ausgemalt ist, lasse ich das natürlich auch wieder trocknen. Und dann kann man einfach die Innenaugen noch mit Schwarz ausmalen. Dafür habe ich jetzt ganz einfache Textilfarbe genommen. Und wenn das Schwarze ebenfalls getrocknet ist, kann man natürlich auch noch entsprechende Glanzpunkte setzen. Dann sind wir fertig und haben also jetzt hier unsere gesamten Einzelteile vom Zuschnitt fertig. Jetzt geht's ans Zusammennehmen. Wir fangen mit dem Inlay an. Als erstes brauchen wir die Augenpartie, die Stirnpartie und die Schnauze. Und die wird also dann immer rechts aufeinander gelegt. Am besten, wenn ihr euch die Bruchmarkierungen gesetzt habt, dann immer da die Nadel stecken. Und oberhalb von den Augen kommt natürlich die Stirn. Auch hier eben auf den Mittelpunkt achten. Dann am besten einmal zusammenstecken und das Ganze mit der Nähmaschine zusammennähen. Und ich habe das Ganze dann auch noch mit der Overlockmaschine versäubert. Jetzt haben wir also die Stirn, die Augen und dann die Schnauze. Als nächstes brauchen wir jetzt die Seitenteile vom Kopf. Und da sind ja auch Markierungspunkte gesetzt. Einmal oben, wo dann der Übergang von Stirn zu Augen sind. Und dann von Augen zu Schnauze der zweite Markierungspunkt. Und dann gibt es noch den dritten ganz unten an der Ecke. Und der kommt dann ans Ende von der Schnauze. Auch hier wieder rechts auf rechts zusammenstecken. Und das Ganze dann auch wieder zusammennähen und gegebenenfalls natürlich entsprechend versäubern. Versäubern könnt ihr entweder mit dem Zickzackstich von eurer Nähmaschine oder wenn ihr habt mit der Overlock. Das geht genauso. Als nächstes benötigt ihr euer Kinnteil, das jetzt auf die Seitenteile und die Schnauze angesteckt wird. Ich fange da hinten am Seitenteil einfach an und setze es dann vor zur Schnauze. Und nähe das erstmal fest, genauso wie auf der anderen Seite. Und wenn ich die beiden Seiten dann versäubert habe, dann erst stecke ich es mir vorne an der Schnauze fest. Da natürlich auch wieder darauf achten, dass ihr die Mittelmarkierungen benutzt. Als nächstes wendet ihr euer Kopfteil dann auf rechts, dass also die Nähte alle innen liegen. Und dann sollte euer Kopfteil eigentlich genauso aussehen wie meins. Und als nächstes benötigt ihr jetzt den Kragen und den Abschluss des Kopfes. Wir fangen mit dem Kragen an und beim Kragen schließt ihr einmal hinten die Naht, so dass also ein Ring entsteht. Und die lange Seite muss jetzt also an den Kopf angenäht werden. Dafür schiebt ihr einfach den Ring mit der kurzen Seite zuerst über euren Drachenkopf. Und wichtig dabei ist, dass also die Naht unten in der Mitte vom Kinn sitzt. Da habt ihr ja die Mittelmarkierung vom Stoffbruch und da sollte genau mittig die Naht drauf kommen.
Das fixiert ihr am besten entweder mit Nadeln oder mit Klammern. Und dann habt ihr die Markierung vom Stoffbruch vom Kragen und von der Stirn. Die Markierung vom Stoffbruch sollten auch dann wieder übereinstimmen. Und so habt ihr eben genau die Mittelpunkte und dann gegebenenfalls einfach in den Seiten auch noch mal ein bisschen feststecken und das einmal rundherum festnähen und wieder versäubern. Als nächstes habt ihr jetzt noch den Abschluss des Kopfes. Dafür legt ihr einfach den Kopf mal nach innen rein. Und wichtig ist bei dem Abschluss, dass ihr die Wendeöffnung offen lasst, dann einmal rundherum das Ganze annähen und auch wieder versäubern. Die Wendeöffnung dabei natürlich offen lassen. Und jetzt könnt ihr einmal den Drachen dann über diese Wendeöffnung umdrehen. Und alle Nähte sollten jetzt sauber verarbeitet sein. Und jetzt geht's ans Befüllen. Für die vorderen Ecken könnt ihr dann, wenn entsprechend Watte eingefüllt ist, auch am besten einen Kochlöffel zur Hilfe nehmen, um wirklich ganz nach vorne in die Schnauze genügend Watte reinzubekommen, dass der richtig schön prall gefüllt ist. Wenn ihr jetzt den Kopf entsprechend gefüllt habt, der soll also wirklich gut voll sein, dann könnt ihr das jetzt entweder mit der Nähmaschine zunähen oder ich nähe es jetzt selber mit der Hand zu, weil es mir einfach nicht richtig unter die Nähmaschine passt und mir das zu klobig ist. Da nehme ich jetzt den sogenannten Matratzenstich oder unsichtbaren Stich und steche einfach einmal oben quer durch den Stoff und dann unten quer durch den Stoff. Und wenn man das Ganze dann anzieht, verschwindet also die Naht sozusagen komplett und man sieht sie nicht. Das ist natürlich jetzt im Prinzip bei einem Kissen, das hinterher sowieso nicht sichtbar ist, muss man das so nicht machen. Man kann natürlich auch einfach die beiden Stoffen zusammennehmen und einfach durchstechen, dass ihr also die Naht so geschlossen habt. Ich mache dann immer ein paar Stiche und dann ziehe ich einfach vorsichtig den Faden an. Bei mir liegt der Faden eigentlich immer doppelt und zum Abschluss steche ich dann einfach nochmal durch den Stoff, dann entsteht so eine Schlaufe und gehe mit der Nadel durch die Schlaufe durch, dass das also gut verknotet ist. Und ganz zum Abschluss einfach nochmal durch den Stoff stechen und dann Faden abschneiden. Dann gibt es noch als Add-on Ohren. Da braucht ihr zweimal außen und zweimal innen und ich habe die Außenohren jetzt mit Volumenverlies verstärkt. Bei den Innenohren fangen wir jetzt an. Da sind Markierungen im Schnittmuster eingezeichnet und wir fangen also mit diesem Dreieck-Markierung an. Hierfür dann einmal das Ohr entsprechend so falten, dass dann die beiden Markierungen wieder aufeinandertreffen. Und das Ganze mit ein paar Stichen innerhalb der Nahtzugabe dann entsprechend fixieren. Die Falte sollte dann in die gleiche Richtung zeigen wie auch der Ohrenspitz. Das macht ihr natürlich mit dem anderen Ohr genauso. Dann das Ganze wie gesagt fixieren mit der Nähmaschine und ein paar Stichen. Und als nächstes wird dann das Außenohr auf das Innenohr gelegt und einmal rundherum zusammengenäht, bis auf unten, da wir das als Wendeöffnung brauchen, um später dann das Ohr zu wenden. Und jetzt könnt ihr entweder mit der Schere oder am besten noch mit der Zackenschere einmal außen herum abschneiden, knappkantig. Und da ich jetzt keine Zackenschere zur Hand habe, nehme ich jetzt einfach so eine kleine Schere und mache bei den ganzen Rundungen einmal so kleine Knipse rein, dass sich später das Ganze besser in die Rundungen legt. Jetzt geht es weiter mit dem Kopf vom Drachen. Wie beim Inlay auch, legt ihr also einmal die Stirn mit den Augen an der Mittelmarkierung zusammen. Wichtig dabei eben darauf achten, dass ihr auch wirklich die richtige Seite habt, also da, wo im Prinzip der Spitz zuläuft. Das also rechts auf rechts zusammenlegen, dann einmal fixieren mit Stecknadeln
dass euch das Ganze nicht verrutscht. Ebenso dann natürlich die Schnauze anstecken, genauso auch wieder spitz auf spitz. Und das Ganze dann wieder zusammennähen und versäubern. Und bei den Ohren müsst ihr euch jetzt entscheiden, wenn ihr diese an die Seite vom Kopf haben möchtet, dann müsstet ihr diese dort jetzt einnähen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet die hinten am Hinterkopf haben, dann fahrt ihr jetzt ganz normal weiter mit dem Seitenteil. Und auch hier wieder darauf achten, dass also entsprechend die Markierungen auf den Nahtübergängen bzw. dann am Ende sitzen, auf beiden Seiten feststecken und das Ganze dann ebenfalls wieder zusammennähen und versäubern. Bevor ihr jetzt das Kinn annäht, kommt die Applikation des Mundes bzw. der Zähne. Hierfür dreht ihr den Stoff auf rechts und zieht ihn über euer Kissen. Dann könnt ihr den Mund entsprechend positionieren und seht genau, wie der hinterher dann auch aussieht. Bei mir ist es jetzt anders. Ich nähe als nächstes das Kinn an, da ich den Mund hinterher auch wieder mit Stoffmalfarbe, ebenso wie die Zähne, aufmalen werde. Wenn ihr jetzt also das Kinn nehmt, dann mache ich es jetzt hier genauso wie beim Inlay. Ich markiere es mir also zuerst einfach an den Seiten und nähe diese dann fest und versäuber die Seiten auf beiden Seiten. Und zum Schluss wird dann an der Schnauze vorne wieder die beiden Mittelmarkierungen aufeinander gelegt. Und dann dieses kurze Stück geschlossen. Mein Drache soll noch Haare bekommen, dafür habe ich jetzt ein schmales Baumwollband, das ich doppelt gelegt habe und darauf befestige ich jetzt Schritt für Schritt die Jersey-Nudeln. Am Anfang habe ich jetzt einen kleinen Streifen Stoff stehen lassen, wo noch keine Nudeln sind. Das liegt einfach daran, dass die Nähmaschine dann besser den Stoff greifen kann und ich das später auch leichter habe beim Einnähen. Und wie rum jetzt die Jersey-Nudeln annäht, ist egal. Ich habe darauf geachtet, dass ich die immer von der Öffnung her dann in eine Richtung in die gleiche Seite mache. In dem Fall also jetzt weg vom Füßchen die Öffnung. Und zum Schluss habe ich dann das Ganze noch auf der anderen Seite ebenfalls mit Bändern benäht. Und auch dort habe ich dann die Öffnung weg vom Füßchen gemacht, dass die also im Prinzip gegengleich ist. Um das Ganze jetzt am Drachenkopf zu fixieren, ermittle ich mir einmal die Mitte von dem ganzen Band und dann nehme ich meinen Drachenkopf. Da habe ich die Ohren bereits rechts auf rechts angenäht und auch dort habe ich ja die Mittelmarkierung und da setze ich also genau die Mitte meines Bandes und dann nach rechts und links entsprechend fixieren und festnähen. Und bitte näht langsam, weil es natürlich sehr viele Schichten Stoff sind. Zum Schluss können wir jetzt das Ganze schon mal auf unser Inlay drüber ziehen, damit wir dann auch sehen, ob alles richtig passt. Da muss man einfach schauen, dass man den ein bisschen reinbekommt. Vorsichtig arbeiten, dass man nicht alles kaputt reißt. Und jetzt als nächstes kann ich zum Beispiel bei mir den Mund entsprechend aufmalen mit meinen Stoffmalfarben, genauso wie die Zähne. Und so sieht also mein Drachenkopf jetzt erstmal aus. So, wir haben jetzt unseren Kopf entsprechend fertig. Ich habe also auch das Kissen bereits gefüllt und jetzt eben den Kopf einfach auf das Kissen aufgezogen. Und jetzt muss das Ganze einmal ausgemessen werden. Ich messe jetzt hier einmal den Umfang, ohne stramm zu ziehen, habe ich jetzt hier einen Umfang von 48. Ja, nehmen wir mal lieber 50. Und da muss ich dann nochmal 2 cm Nahtzugabe hinzurechnen, also haben wir einen Umfang von 52, den wir also jetzt hier bei dem Körper benötigen. Dann haben wir jetzt hier einmal unseren Stoff und da habe ich jetzt hier schon den Stoff in der Breite abgeschnitten. In dem Fall habe ich jetzt hier 53. Und jetzt haben wir auf der einen Seite diese Schwanzspitze und das heißt, ich lege mir jetzt einfach hier meinen Stoff entsprechend hin. Kann das Ganze natürlich auch im Bruch machen. Ich stecke mir dann den Bruch einfach hier oben einmal mit ein paar Stecknadeln fest, dass mir das nicht auseinanderrutscht. Und jetzt lege ich mir den hier unten einmal hin.
Dann kann ich mir also das einmal aufzeichnen. Ich kann es natürlich auch direkt ausschneiden, aber ich zeichne es jetzt erstmal auf. Und jetzt muss ich ab diesem Punkt bis zur gesamten Kopfbreite entsprechend meines Drachens das Ganze einmal schräg auflegen. Da jetzt mein Drache etwas länger ist, der passt hier nicht aufs gesamte Kamerabild. Ich zeige euch das aber einfach, wie das funktioniert, soweit man es hier sieht. So, ich habe jetzt einfach nur mal einen weißen Hintergrund, damit ihr das besser seht. Also ich habe mir hier die Schwanzspitze entsprechend aufgezeichnet. Und hier ist jetzt mein Endpunkt. Ich falte das jetzt einfach so, weil wie gesagt, ich kriege es jetzt nicht von der gesamten Länge mit hin. Jetzt sagen wir einfach mal, hier ist der Abschluss. Also hier wird dann euer Kopf entsprechend angesetzt. Und jetzt geht ihr einfach bei, entweder mit einem Malerkrepp oder, wenn es euch ausreicht, auch mit einem Patchwork-Lineal oder einem Maßband. Genau, das ist egal. Und dann könnt ihr jetzt einfach hier beigehen und legt euch das Ganze so schräg an und könnt dann entsprechend eure Form nachziehen, dass also der Körper schön von hinten nach vorne schräg verläuft und nicht hier so einen Buckel im Prinzip macht, sondern dass der schön stetig bis zum Kopf hin, dass der also schön stetig bis zum Kopf hin entsprechend größer wird. In meinem Fall ist es jetzt so, dass meine Tochter und ich zusammen uns einen Baumwollstoff mit Stoffmalfarbe entsprechend angemalt haben. Und ich hatte mir das zwar im Vorfeld schon aufgezeichnet, aber meine Tochter hat jetzt hier noch so schön rausgemalt. Also bei mir wird jetzt der Drache einfach etwas steiler verlaufen. Also ich habe jetzt hier den Endpunkt vom Schwanz und ich werde das jetzt einfach hier so schräg verlaufen. Dann hat er einfach nicht über die ganze Länge diesen aufsteigende Breite, sondern wird halt einfach zum Ende hin etwas steiler. Wichtig dabei ist vielleicht, dass ihr dann zuerst den Hauptstoff zuschneidet und anschließend dann das Inlay exakt wie euren Hauptstoff ebenfalls zuschneidet. Und dann haben wir jetzt also einmal den Außenstoff und einmal entsprechend den Innenstoff. Beim Innenstoff schließen wir jetzt einfach hier oben die Kante, dann wenden wir das Ganze und stopfen das Ganze mit Watte aus. Und beim Außenstoff, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt hier eure Zacken einlegen oder auch Haare oder auch die Flügel. Wichtig dabei, wenn ihr jetzt also einen Zacken habt und diesen einnähen möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr diesen so herum platziert und dann den anderen Außenstoff drauf und hier sozusagen den Zacken einnäht. Vielleicht ist es auch hilfreich, den Zacken im Vorfeld bereits hier auf die Nahtzugabe knappkantig aufzunähen, dass diese bereits fixiert sind. Bei den Flügeln, wenn ihr die einfügen möchtet, dann setzt ihr die genauso hier rein. Wichtig ist dabei aber zu beachten, dass ihr entsprechend die Ober- und Unterseite richtig platziert, dass euch später auch die Oberseite oben ist. In meinem Fall wird es ein Haardrache, das heißt, ich mache keine Zacken, sondern wie am Kopf ein Band mit diesen ganzen Jersey-Nudeln, das eingenäht wird. Als erstes nähen wir jetzt das Inlay. Das legen wir also rechts aufeinander und schließen einmal die komplette obere Naht. Und auch vorne schließen wir die Naht, allerdings lassen wir eine Wendeöffnung. Nicht wundern, ich habe zuerst in dem Fall versäubert mit der Overlock und erst dann die eigentliche Naht gemacht. Jetzt dreht ihr das ganze Inlay um und stopft es entsprechend mit Füllwatte aus. So, wenn wir jetzt den Innenstoff vollgefüllt haben mit Watte, können wir das Ganze verschließen.
Manchmal geht das auch mit der Nähmaschine. Bei mir ist da zu wenig Platz, beziehungsweise mir ist das zu umständlich und ich nähe das Ganze einfach mit der Hand. Dafür habe ich jetzt einen Faden und eine Nadel und ich mache das immer mit Doppelfaden sozusagen. Also ich fädel den einfach einmal durch und die beiden Enden sind dann gleich lang. Und jetzt zum Verknoten nehme ich einfach die Nadel in die Hand und beide Enden von dem Faden. Und dann lege ich das einfach auf die Nadel drauf und halte das Ganze fest. Und jetzt lege ich das rum, so 4, 5 Mal. Und das wiederum halte ich mit meiner anderen Hand dann fest und schieb die Nadel dann einfach durch. Dabei das aufgewickelte Festhalten. Und dann, wenn ihr am Ende seid, habt ihr dann einen kleinen Knoten. So, ich steche jetzt hier also einfach auf der einen Seite rein. Und dann nehme ich also die Nadel und steche jetzt einfach auf der anderen Seite einmal durch den Stoff und auf der linken Seite auch nochmal. Und so könnt ihr also einfach beide Seiten zusammennähen. Das ist also bei einem Innenstoff ohne Probleme machbar. Also einfach rechts einstechen und links wieder herauskommen. Das Ganze ist jetzt natürlich vom Stoff her doppelt genommen, weil wir die Nahtzugabe eingeschlagen haben. Und hier sieht man jetzt also, die Naht ist einfach sichtbar, aber weil es jetzt ja ein Innenstoff ist oder eben das Futterkissen, macht das überhaupt nichts aus. So, und jetzt zum Vernähen einfach einmal durchstechen durch den Stoff und dann entsteht eine Schlaufe und da fädel ich jetzt einfach das Garn nochmal durch und ziehe das fest. Das mache ich immer so 3, 4 Mal, dass ich also einfach ein paar Knötchen dort mache. Und dann zum Schluss steche ich dann einfach nochmal durch den Stoff ein Stück zurück und kann den Faden einfach abschneiden. Ich habe jetzt einmal dann zum Vergleich zwischendrin noch ein paar Stiche von dem sogenannten Matratzenstich, den ich vorhin schon mal erklärt hatte, gemacht. Man sieht also hier den Unterschied. Das ist jetzt die Schnellvariante und dazwischendrin ist also der Matratzenstich. Man erkennt also schon, wenn man wirklich eine unsichtbare Naht haben möchte, empfehle ich den Matratzenstich. Den habe ich, wie gesagt, vorhin am Kopf schon mal erklärt. Den werde ich auch ganz zum Schluss noch mal erklären. So, bei dem Oberstoff möchte ich jetzt anstatt Zacken dieses Haarband annähen. Ich habe also die einzelnen Fäden auf so ein Band genäht. Das hatte ich ja vorhin beim Kopf schon mal gezeigt. Das habe ich beidseitig genäht. Und das nähe ich mir jetzt erst auf eine Seite vom Stoff an und später dann die zweite Seite drauf, weil mir das sonst einfach zu viel Stoff auf einmal ist. Ich habe ja vorne noch ein Stück Nahtzugabe sozusagen gelassen. Das lege ich jetzt also auf, so dass die ganzen Zotteln in den Stoff rein zeigen, damit es dann auch später natürlich richtig herum ist. Und das Baumwollband, was ich genommen hatte, hatte ich ja doppellagig genommen, dass ich also auch da zwischen den Bändern einfach so eine gerade saubere Kante habe. Beim Annähen, auch wenn ihr die Zacken annäht, wirklich immer sehr gefühlvoll und nicht mit voller Wucht über diese ganzen Stofflagen drüber jagen mit der Nähmaschine, weil sonst kann euch natürlich auch eine Nadel brechen, sondern da wirklich einfach einen Gang runterschalten und das nach und nach langsam annähen. So, wenn wir jetzt die Sachen alle angenäht haben, dann können wir also einfach die zweite Seite von unserem Stoff nehmen und stecken die jetzt auch auf. Und das Ganze wird dann einmal festgenäht. Damit jetzt bei meinem Fall jetzt die Bänder nicht versehentlich nach oben dann in meine Naht reinrutschen und mir das vielleicht gar nicht auffällt, klebe ich das Ganze jetzt einfach noch mit einem Malerkrepp fest, damit also die Bändel da bleiben, wo sie hingehören und mir nicht ständig oben in die Quere kommen, weil wenn ich natürlich den Stoff jetzt zusammenlege, dann sehe ich das teilweise nicht, ob da nicht doch sich ein Bändel in der Naht verirrt. Jetzt auch noch mal vorsichtig und langsam darüber nähen
Und versäubert habe ich das Ganze dann nicht mit der Overlock-Maschine, sondern das habe ich mit einem Zickzackstich von der Nähmaschine gemacht, weil mir das auch für die Overlock einfach dann zu viel war. Und ich jetzt dachte, von der Nahtzugabe her reicht es auf jeden Fall aus, wenn ich das dann einfach nur mit der Nähmaschine versäuber. Und unten schließt ihr dann die Kurve rum, bis eine Schwanzspitze entsteht. In der Anleitung wird geschrieben, dass hier unten ein Reißverschluss eingesetzt werden soll, damit ihr später das Kissen reinmachen könnt, beziehungsweise zum Waschen wieder rausmachen könnt. Und also ein Teil wird an den Kopf genäht und der andere Teil an den Körper angenäht. Da ich jetzt allerdings zum einen keinen Reißverschluss in der Länge da habe und mir das auch einfach sparen möchte, zwei Reißverschlüsse einzunähen, weil ich hätte also hier die zwei kurze Reißverschlüsse da, circa 15 cm, und ich könnte die eben unten einnähen, dass die also sich dann in der Mitte treffen. Genau, also so in der Mitte dann das zusammenfügen. Dann wäre unten die Öffnung, das würde natürlich genauso funktionieren, aber ich erspare mir das Ganze und nähe jetzt das Ganze zusammen. Ich nähe jetzt zuerst den oberen Bereich mit dem Körper mit der Nähmaschine zusammen, dann befülle ich das Ganze und dann schließe ich unten das mit der Hand. Damit mir jetzt ähnlich wie beim Rücken keine Bändel in die Naht reingehen, helfe ich mir hier auch wieder mit dem Malerkreppband weiter und klebe einfach die Bändel alle einmal zusammen, damit die also unterhalb fixiert sind und mir nicht versehentlich ein Bändel in die Naht nach oben rutscht. So, hier habe ich jetzt meinen Körper. Auch dort fixiere ich jetzt nochmal die Haare noch mal weg, damit mir auch die nicht in die Naht reingehen. Einmal das Klebeband schnell drüber. So, und jetzt wichtig ist, dass diese Mittelnaht oben natürlich auch auf die Mittelmarkierung vom Kopf gehen. Und jetzt also rechts auf rechts einfach rein. Und am besten gleich mal fixieren mit einer Stecknadel oder einer Klammer. Und am einfachsten ist es jetzt, wenn ihr den Kopf einfach in den kompletten Körper hineinlegt, dass also da das alles ordentlich drin ist. Und ich nähe jetzt das Ganze einmal von den ganzen Fäden fest, also einmal von links nach rechts. Und dann habe ich jetzt unten immer noch die Öffnung von also ungefähr Mitte Seitenteil bis Mitte Seitenteil. Und da muss ich dann natürlich meine Kissen entsprechend rein bekommen. Also da, wenn ihr das auch so macht, ihr dürft natürlich da nicht die Wendeöffnung bzw. die Befüllöffnung zu knapp lassen, weil ihr müsst da die gefüllten Kissen reinbekommen. So, jetzt gehen wir ans Wenden. Da am besten einmal kurz den Kopf herausholen, der ist ja schon fertig. Und jetzt am besten einmal komplett in den Körper mit dem Arm hineinschlüpfen. Und jetzt könnt ihr auch das Kissen schon mitnehmen. Das heißt, wenn ihr einmal komplett rein seid, dann schnappt ihr euch das Kissen. Und wichtig ist, dass die Mittelnähte aufeinandertreffen, also dass die beide oben sind. Und jetzt greift ihr das Ganze und das hält man gut fest. Und jetzt zieht ihr das Ganze oder stülpt den Stoff darüber. Je nachdem, ob ihr die Zackeln gefüllt habt oder nicht, wird das besser oder leichter und schwerer vonstatten gehen. Also das war jetzt bei mir mit den ganzen einzelnen Fäden schon eine ziemliche Fummelarbeit, das da gut drüber zu bekommen. Und jetzt im Prinzip also das Ganze drüber stülpen. Natürlich wird das dann, umso weiter ihr vorwärts kommt, wird das immer enger. Und man muss dann einfach mit Gefühl arbeiten, mit der Wendeöffnung, beziehungsweise beim Reißverschluss ist es dann nicht anders.
Und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig drücken, zerren, schieben, ziehen, das Ganze etwas mit Gefühl machen und immer Stückchen für Stückchen sich vorarbeiten. Und es ist ja alles biegsam, weil es ja mit Watte gefüllt ist und deswegen nachgibt. So, und jetzt am Ende haben wir den Rest endlich reingeschafft und jetzt kommt dann noch das Kopfteil. Und auch das stecken wir dann natürlich rein. Das ist auch so gedacht, dass das einfach noch mal ein bisschen über den Kopfbezug hinaussteht, damit sich das Ganze wirklich sehr gut ineinander, sag ich mal, verkantet bzw. füllt und dass euch der Kopf dann auch später nicht einfach abknickt. So, wenn ihr jetzt also den Ganzen mit einem Reißverschluss gemacht habt, dann könntet ihr jetzt einfach den Reißverschluss zumachen, beziehungsweise einmal natürlich von links nach rechts, wenn ihr einen langen habt. Wenn ihr jetzt das Ganze macht mit zweien, dann wäre in der Mitte die beiden Verschlüsse und in meiner Variante nähe ich das Ganze zusammen mit dem Matratzenstich, den hatte ich ja vorhin schon mal erklärt und da verwende ich den, dass man die Naht hinterher also nicht mehr sieht. So, falls ihr vorhin nicht gesehen habt, ich erkläre es noch mal kurz. Also ich nehme den Faden ja immer doppelt und fädel den also einmal durch und lege die Enden genau aufeinander. Und jetzt nehme ich einmal die Nadel und lege das Ende sozusagen gegengleich auf die Nadel drauf und halte das Ende mit der Nadel zusammen fest. Dann wickle ich das so 4-5 Mal um die Nadel herum und halte jetzt das Gewickelte mit der anderen Hand einfach fest und dann schiebe ich die Nadel durch diese Wickelung durch und ziehe sie vorsichtig bis ganz zum Schluss, aufpassen, dass der Faden sich dabei nicht verheddert. Und jetzt sollte ganz zum Schluss ein kleines Knötchen entstanden sein. Dann steche ich einfach einmal in meine Nahtzugabe rein oder beziehungsweise da, wo eigentlich die Naht sein sollte. Ziehe den Faden also einmal komplett durch. Und jetzt nehme ich mir den oberen Stoff, auch wieder da, wo eigentlich die Naht hingehört, und steche einmal sozusagen quer rüber. Dann nehme ich mir jetzt wieder den unteren Stoff und steche auch dort einmal quer rein. Und dann geht es wieder nach oben. Einmal quer und wieder nach unten. Und wenn ihr jetzt dann das Ganze einmal anzieht, natürlich muss man da immer ein bisschen das Ganze zusammendrücken, weil ja so viel Watte da drin ist. Und jetzt seht ihr schon, verschwindet eigentlich die Naht fast komplett. Und das macht man jetzt also einmal die komplette Seite lang. So, hier zum Schluss, da habe ich jetzt beim Annähen von dem Band nicht drauf geachtet, von meinem Haarband. Und zwar habe ich da versehentlich das Ganze mitgenäht, also mit eingenäht. Da ich jetzt natürlich das nicht mehr auftrennen will, kaschieren wir das Ganze einfach, indem ich jetzt einfach etwas weiter oberhalb einsteche und etwas weiter unterhalb einsteche. Und das Ganze einfach ein paar Stiche lang mache. Und wenn man dann einfach vorsichtig zieht, dann zieht man sozusagen einfach den Stoff drüber und Stoff drunter zusammen. Und dieses Ende verschwindet dann einfach zwischen den zwei Stoffen. Und jetzt zum Verschließen steche ich einfach nochmal durch den Stoff durch. Und dann entsteht so eine Schlaufe. Und da gehe ich einfach mit der Nadel hindurch und ziehe das Ganze fest. Das mache ich dann immer so 2, 3, 4 Mal, dass ich einfach da einen guten Knoten habe und mir das nicht wieder rausrutscht. Und dann steche ich einfach einmal den Faden noch durch und schneide den knappkantig ab. Und schon haben wir also unseren Hals einmal komplett verschlossen und natürlich, je sauberer ihr arbeitet oder je
Umso kürzer die Abstände zwischen den einzelnen Stichen sind, umso weniger sieht man die ganze Naht. Jetzt, wenn wir fertig sind, entferne ich dann einfach noch meinen Malerkrepp, das ich um die Haare herumgewickelt hatte. Und natürlich auch einmal hin. Und natürlich auch das Ganze über den Rücken wird einmal komplett weggezogen. Jetzt noch ein bisschen klopfen und wir sind fertig mit unserem Bettdrachen. So, hier ist jetzt mein fertiger Bettdrache Duma. Wie gesagt, wir haben den kompletten Stoff selbst angemalt mit Stoffmalfarbe. Das heißt, meine Tochter durfte also die Farben entsprechend Punkte setzen und ich habe dann einfach mit sehr viel Wasser die Farben entsprechend verstrichen, dass auch hier so ein bisschen Farbverläufe entstehen. Was jetzt genau für eine Stoffmalfarbe das ist, kann ich euch gar nicht mehr sagen, weil die Packung hatte ich irgendwann schon mal weggeschmissen. Auf den Etiketten kann man das nicht mehr erkennen. Das war auf jeden Fall irgendeine No-Name-Firma, die ich mir irgendwann mal an und dazu mal gekauft habe. Was ich jetzt nicht machen werde, ist diesen Drachen wirklich in der Waschmaschine zu waschen, weil da hatte ich jetzt Bedenken, dass mir die Farbe dann doch sehr stark ausblutet, sondern ich würde, wenn es ein Fleck drauf ist, wirklich nur den Fleck behandeln bzw. das Ganze per Hand waschen. Ich habe auf Zacken verzichtet. Ich habe hier überall diese Jerseybänder genommen. Meine Kinder lieben das, weil man kann natürlich da einfach schön mit flechten oder dran rumzerren und spielen. Die fanden das jetzt toller wie die Zacken. Dann würde es mich freuen, wenn ihr einfach ein Däumchen oben da lasst, meinen Kanal vielleicht abonniert und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Bettdrachen Duma. Ciao!